Gut, ich möchte nur hier eine Aufmerksamkeit machen, bevor wir das Eventwochenvideo starten, dass ihr, wenn ihr Cashcards kauft, bis 7. Dezember 80% mehr Geld bekommen könnt. Zeit habt ihr da, wie gesagt, bis 7. Dezember 80%. Sharkcard-Aktion wie alle Jahr um die Zeit, wie gesagt. 80% Sharkcard-Aktion. Wie gesagt, wird dann in 72 Stunden überwiesen. Grüß Gott, ich begrüße euch bei GTA Online. Wir werden jetzt hier eine Sitzung starten. Eine Sitzung. Zunächst einmal ein paar Worte, bevor wir da in eine Lobby einsteigen. Ich habe schon mal vor kurzem ein Video gemacht. Wir müssen reden. Anhand des TLCs, ja, was jetzt kommen wird im Dezember, wird kommen. Wir wissen ja auch in der Zwischenzeit, welches kommen wird. Es ist das Casino DLC. Jetzt wird natürlich auch nach vielen Rätseln auch noch weiter spekuliert, wann es kommen wird. Es stehen schon bereits zwei Datume im Raum, der 10. und der 17. Meine starke Vermutung ist eigentlich, dass es der 17. ist. Warum der 17.? Naja, 10. kommt das Red Dead Redemption 2 raus. Das DLC. Und am 17. wäre genau exakt eine Woche vor Weihnachten. Eine Woche vor Weihnachten, das wäre der größte Jackpot aller Zeiten. Ja. Von Rockstar Games. Gut. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur spekulative Sachen. Wir haben also, wie gesagt, eine neue Eventwoche bekommen. Wir werden da mal auf aktiv gehen. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Rennen sind jetzt in der Rennserie verfügbar. Diese neue Eventwoche ist keine große Eventwoche. Das heißt, es gibt eigentlich nur Stuntrennen und Rennen allgemein. Ja, und eigentlich nur Aktionen auf Autos. Ja. Das heißt also, es ist keine großartige Eventwoche. Ja, ich habe schon mal im Trailer gesehen, welches Auto das wir haben. Ja. Es ist der Arne SR80 und ja, der Flash GT. Wenn ihr jetzt natürlich euch einloggt, bekommt ihr gleich einmal eine SMS. Ja, das heißt unbekannt. Nicht schrecken, kein Kopfgeld ist das. Das ist schon ein Hinweis auf das neue DLC, das können wir Ihnen nicht verdenken. Rache ist süß. Cheng Family Holdings. Das heißt, wir werden schon hingewiesen auf das neue DLC, was kommt. Ja. Sobald ihr euch einloggt, bekommt ihr diese SMS. Nicht schrecken, das ist kein Kopfgeld, das ist mal, das ist nur lediglich ein Hinweis. Ja. Das neue DLC in den Startlöchern steht. Ja. Und wir werden uns jetzt natürlich auch einige Veränderungen im Casino anschauen.
Also diese SMS bekommt einmal jeder. Gut, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gibt diese Woche nicht großartig viel zu erzählen. Was soll ich viel erzählen? Es gibt die Standrennen. Ja. Die. Nur wie gesagt, die Standrennen hier. Diese Standrennen. Stand 45 Grad. Stand Nachbrenner. Diese Standrennen halt hier gibt es diese Woche leider nur. Ich meine, ja, ich persönlich finde es irgendwie leiwand. Ne? Also, wie gesagt, eine sogenannte Spielliste erstellen und heute halt Lieblingsstandrennen halt heraussuchen. Ja, oh, der habe ich dann gar nicht noch. Die Messbank hinauf. Ja. Also diese Stuntrennen halt suchten. Es gibt gutes Geld da zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, alle Stuntrennen hier gibt es also hier. Am besten eine Spielerliste machen, habe ich eh oft genug schon gezeigt. Ja. Und suchten. Ja. Ja. Also. Oder auch andere Missionen von mir spielen. Gegnermodus. Ja, gibt es leider keinen. Haben sie leider nichts. Doppelte RP. Macht's. Das will ich mir gar nicht schauen. Ja. Haben sie. Nicht wirklich was diese Woche, also. Müssen wir halt leben mit dem, was sie heute halt diese Woche. Es wird auch nichts mehr Großartiges kommen vor diesem DLC. Ja, in den nächsten 2 Wochen oder nächste Woche wird es auch noch so irgendein so Update-DLC raushauen. Aber wie gesagt, Rennen können sie es da gerne. Wie gesagt, Distanzrennen. Sucht euch die Lieblingsstrecken heraus. Ja, was glaubt, was für euch die Lieblingsstandrennen sind. Ja, das sucht euch heraus. Ja, und da steht euch Spielerlisten. Das habe ich eh schon mal mit Spielerlisten, meine Spielerliste nicht erstellen. Nein. Meine Spielerliste zum Beispiel. Da habe ich zum Beispiel Standrennen. Habe ich schon meine Lieblingsstrecken herausgesucht. Ja. Habe ich eh in einem Video gezeigt, wie das geht. Ja. Also macht euch solche Listen. Ja. Spielerliste und sucht euch die besten Standrennen halt dann heraus. Ja, da habe ich eh schon Stunt. Und da habe ich auch Stunt. Ja. Und da geht schon los. Also, da könnt ihr das in einer Spielerliste erstellen. Erstellt euch. Erstellt ihr eine Spielerliste mit bis zu 16 Jobs. Also, nur vergesst halt nicht zu speichern. Ja. Und ja. Gut, wie gesagt, das ist einmal hier zu sagen. Es ist eine nicht sehr dürftige Woche. Schauen wir sich die 2 Autos an. Die 2 Autos schauen wir sie an. Was gibt es? Ja, Stunt-Trainer, wie gesagt, da können Sie eigentlich nur in Spielerlisten eigentlich gewinnen. Wenn's erstellt euch, wie gesagt, eine Spielerliste bis zu 16 Rennen oder 5 Rennen, eure 5 Lieblingsrennen. Und ja, wie gesagt, erstellt euch einen Flash GT.
Ja, es jetzt einmal Geschmackssache. Oh, sehr schnittiges Otto. Ja. Ist, wie gesagt, ein schnittiges Otto. Got some extra chips in your pocket or on your shoulder? Ist ein Indulge yourself at the schnittiges Casino Otto. Store, where the latest fashions are available. Aber ich will heute nicht so ein großartiges, großes Eventvideo machen, weil es ist auch nicht großartig. Also, Stand drinnen. Ja, was gibt's für Masken? Ah, die Joker-Masken, also. Die Joker-Masken. Wie gesagt, Bilder müsst ihr euch selber schauen, habe ich eh schon gesagt. Wandwerke. Kann sein, dass da jetzt neue Bilder da kommen, dann sind. Ja. Kann sein. Ich glaube, das Bild ist neu. Aber bitteschön, selbst nachzuschauen. Weil da ändert sich ja nicht wirklich was in den letzten Wochen. Hat sich nicht wirklich was getan. Gut. Wenn wir mal die Chips holen. Es hat sich in diesem Casino schon was Wesentliches verändert. Sucherbonus, jawohl. Naja, schauen wir mal unser Glück. Unser Glück. Oh. Schauen wir mal, ob wir heute wieder ein Auto kriegen. Juhu, das gibt's nicht. Ja, was soll ich sagen, Leute? Schon das zweite Mal. Also auf Flash.GT, kaum ist die Eventwochen gestartet, habe ich schon das Auto. Naja, gut. Ja. Was haben wir eigentlich sonst noch? Ich werde ja ein Auto unterschlagen, glaube ich. Ein Auto habe ich euch unterschlagen. Und zwar gibt es heute zu kaufen. Normalerweise eigentlich eine Seite. Wie kriegt es das eigentlich, das Auto? Gibt es eigentlich Aktionen? Eigentlich nicht, ne? Labadati Bo Novak. Ocelot. Der Trafford Trax ist in Aktion. Der NSSR 8 RR ist sogar in Aktion. Ja. Ja. Ist in Aktion. Der NSS 80 RR ist in Aktion. Der Trufe Trax ist in Aktion. Ja. Eigentlich eh alles, was wir schön im Trailer gesehen haben. Der Wapit GB 200 ist in Aktion. Ja. Der Brognan GBI ist in Aktion. Der Atari 1 ist in Aktion. NSRE ist in Aktion. Ja. In Aktion. Ja, es sind eigentlich diese Woche nicht sehr viele Aktionen. Aber was hat man erwartet? Was hat man von einem Event, von einem DLC-Update erwartet?
Ja. Das ist aktionsmäßig eine eher dürftige. Der D-Class Hadrian Sabre ist in Aktion. Eine sehr dürftige Woche. Der OB Ominous ist in Aktion. Ja. Ist in Aktion. Der Wabe Dominator, aber da müsste wieder was erfüllen wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, das ist jetzt diese Woche eine etwas dürftigere Woche, sag ich einmal. Schauen wir uns immer die anderen Sachen an. Die Clubhäuser glaube ich eher weniger, die haben wir erst. Die Bunker glaube ich aber auch nicht ganz, glaube ich. Naja. Die Hangar sowieso nicht. Die Basen. Die sind auch nicht. Und den Hochclub glaube ich auch nicht. Ja, die waren ja glaube ich erst. Ja, also es ist diese Woche nicht so sehr die Woche der Aktionen, sag ich einmal. Ja. Ja. Ja, der Rocket. Ja, da muss ich auch wieder was erfüllen. Aber wie gesagt, das ist. Bitte, da müsst ihr euch selber schauen. Ja. Grundsätzlich ist primär eben, dass hier Stuntrennen ist und eine kleine Veränderung ist bereits passiert. Und zwar im Büro von der Miss Becker. Im Büro von der Miss Becker. Da müssen wir jetzt nur hingehen. Wie gesagt, ich habe schon am Anfang des Videos gesagt, es sind viele Spekulationen in den letzten Wochen vertieft worden. Ich habe einmal vor kurzem FanWR2 persönlich angeschrieben. Ja, ich habe ihn persönlich angeschrieben. Und habe ihn einmal gefragt, ob er jemals an einen Polizei-DLC geglaubt hat. Oder hat meine Meinung, er hat in keiner Sekunde geglaubt, dass es sowas geben könnte. Denn wenn man logisch nachdenkt, zwar 15 Mal heißt, 17 Mal heißt, konnte nur 2019 ein Heiß kommen. Ja. Und nun hat sich hier in diesem Büro ein wenig was getan. Ja. Und zwar hier dieser Stundenplan. Dieser hier. Das nennt man Heft. I swear, Tom Connors is only aware of about 5% of what is actually going on around him. Ja. Dieser Stundenplan da. Tom. Sweet, simple Tom. Und sieht da, glaube ich, diese Pläne hier haben sie auch etwas verändert. I do, Miss Vincent. Und sie telefoniert, glaube ich, schon wieder mit Vincent. Und ein Tresorbroschüre. Natural light is overrated, isn't it? I haven't seen the sun in the best part of a month. Und hier dürfte dann untergehen, glaube ich. Can you move away from the elevator?
Look at me. Calm on the surface, but a seething mass of anxiety and paranoia just below it. Sie schimpft, glaube ich, mit ein bisschen mit ihr. Aside from losing Vincent and our Chinese friends, it's almost like nothing's changed. Naja, gut, wie gesagt. Da lassen wir sie alle geschmeidig überraschen, ja, was da kommt. Bye. Gut. Bye. Da hinten. Steht er eh. Oh Gott, sogar mit einem Käfig, gell. Respekt. What are we doing today? Der hört sich aber schön gut an. Now what do you need? Ja, das sind jetzt auch in Aktion. Schutz und Diebstahl ist, glaube ich, eher gleich oben. Ja. Welche Designmöglichkeiten haben wir? Klassische Rennreifen. Klassische Rennflaggen, Entschuldigung. Klassische. Ja. Also, das sind die klassischen. Das sind die, was oben sind. Was, wenn sie das Auto gewinnt. Dann die Rennflaggen mit Streifen. Ja. Das ist Xero RC4. Zeltova. Making decisions is stressful. Zeltova. Bisswasser. Global Oil. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Okay. Cut the Blood. Life is hard when you can have anything. 21. Ui, der Fuchs, das schaut nicht geil aus. Global Rum Racing 11. Das schaut geil aus. Das schaut wirklich geil aus. Gut, was haben wir da? Bremsen, Panzerung. Panzerung brauchen wir nicht wirklich. Dann haben wir die Bremsen, Eglor, die sind jetzt auch in Aktion, wie ich so sehe. Der Motor ist auch in Aktion. Auspuff. Seitenauspuff. Der Seitenauspuff ist das da. So ausgeblost. Ja, es ist Ansichtssachen. Serienmäßiger Auspuff ist doch schon bei Passgrad vor uns Stangen. Weil ich nicht wieder Motor habe. Renn habe. Naja, was war da? Design war mal Nummernschild. Whatever you desire. Austria. Technology and budget permitting. Lackierung haben wir Dach, haben wir. Ah ja. Sonnenblende, global. Da waren schon globale Oil haben, müssen wir es nehmen. Ne? Don't she look pretty? Seitenverkleidung, alles Geschmackssachen. Ist nicht so meins. Spoiler. Da gibt es leider nichts Kleines. Eher größer werden. Oder gar keinen. If you
can think it, I can do it. Oh, ich war das fast. Das mit den Spoiler ist so Geschmackssache. Ja, das sage ich euch gleich ganz ehrlich, wie es ist. Ich persönlich brauche es ja da bei dem Spiel überhaupt nicht. Ja, also das ist jetzt Geschmackssache. How many cars you got in this garage again? Ja. Die Federungen sind übrigens auch in Aktion. Getriebe auch. Turbo ist in Aktion. Ja. Die Fenster. Ja, haben wir sie noch die Sache. Ja, also wie gesagt, Bremsen, Motor, Design, Federung, Getriebe, Turbo ist also in Aktion. Das Auto, glaube ich, werde ich mir gehalten. Einen anderen würde ich, glaube ich, verkaufen. Gut, wie gesagt, Stuntrennen machen und Geld machen. Gut, gute Nacht.